Spieler kommen jetzt ja zurück aus einer längeren Pause für ihre Vereine. 6 Jahre Altersunterschied. Hugo Calderano 24 Jahre alt, Jan Kuhn 30. Aber auch Hugo Calderano zuletzt super gut in Form. Ich habe schon gesagt, in Doha unterlag er Darko Jurjević, wenn auch mit 19 zu 17 im 7. Satz. Das war ein ganz, ganz enges Spiel. Dann auch in den Partien, in denen die beiden Spieler schon aufeinander getroffen sind, relativ ausgeglichen. Zumindest was die letzten beiden Partien angeht. Wir haben eben schon das Hinrundenspiel angesprochen. Da ging die Partie ganz knapp zugunsten von Hugo Calderano aus, der das Spiel im 5. Satz für sich entscheiden konnte. Allerdings erinnern sich die Saarbrücker mit Sicherheit gut an das TTBL-Finale, in der Jan Kuhn wahrscheinlich sein allerbestes Tischtennis abgerufen hat und Hugo Calderano mal ganz klar mit 3:0 besiegt hat. Das heißt, auch hier können wir wenig Prognosen abgeben. Zwei absolute Weltklasse-Spieler, die hier aufeinandertreffen. Beide haben alles in der Hand. Ich glaube, auch hier kommt es ein bisschen darauf an, wer findet seinen Rhythmus. Wer findet seinen Rhythmus vielleicht auch nur ein bisschen früher. Ein bisschen eher. Das sind ganz feine Stellschrauben, die hier schon die Entscheidung bringen können. Das Einspielen ist jetzt beendet. Und damit beginnt die zweite Partie dieses heutigen Playoff-Spiels. Offensiv ausgelegte Spielertypen. Eher der Typ, das Tischner-Spiel sucht, das er an den Tag legen kann. Aber auch Hugo Calderano, trotz seiner Größe, diese große Reichweite, die er hat, auch ganz gern das Spiel ein bisschen ab. Das macht im Tischtennis schon einen Unterschied. Wirklich ein Reichweitenvorteil durch längere Arme. Beide sind hier gut in Form. Wunderschöner Ballwechsel, hohes Tempo. Ja, kaum. Irgendwas zu antizipieren. Super abgelegt von Hu. Sieben zu acht aus Sicht des Saarbrückers. Ersatzball für den Saarbrücker. Geht und deswegen nahezu unmöglich zu treffen. Jan Kuhn probiert mit dem langen Aufschlag. Calderano diesmal nicht zu schnell vorne. Geht die Rückhand gut und damit die 1:0-Satzführung für den Brasilianer nach einem engen ersten Satz. Ich glaube, das ist jetzt nichts. Hugo Calderano allgemein mit einem ähnlichen Matchplan auch wie Simon Gauzy im vorangegangenen Spiel. Sucht für den Angriff auch tendenziell eher den festen Ball auf Punkt.
anstatt mal den ersten locker vorzuziehen. Shangkun kriegt das Ganze einfach bisher besser gehandelt als Darko Jorgic eben. Kriegt es auch mal hin, mit einer schnellen Bewegung da irgendwie gegenzugehen. Und somit dieses kleine bisschen eben clever angespielt wurde. Seite raus. Also wenn Shangkun das hier super spielt, die Rückhand da von Hugo Calderado vom hinterm Tisch. Auch extrem flach abgespreit zu 6. Dann hat Calderano eben Arme, die lang genug sind. Das bis dahin mit der entscheidenden. Also egal, was Hugo Calderano hier versucht, es funktioniert gerade hier in dem zweiten Satz. Vor allem zu Beginn des ersten Satzes. Ein sehr schnelles. 11-4. Und deutlich schnellerer zweiter Satz. Saarbrücken wartet weiterhin auf seinen ersten Satz hier im Playoff-Halbfinale. Und für Ochsenhausen sieht das hier sehr, sehr gut aus. Im Tal noch mal ein bisschen in diese Partie reinzukommen, um sich auch ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ja, sie spielen es einfach auch ein bisschen ja, hilflos, so ein bisschen, will ich jetzt sagen. Riskieren, mehr den Angriff suchen, das erhöht natürlich die Chance auf Fehler. Aktion im Return. Mit der Durchschlagskraft, die man eigentlich gewöhnt ist. Oh, toller, schneller Aufschlag. Man so natürlich auch die Möglichkeit verbaut, in sein eigenes Spiel reinzukommen. Rückhaltend. Aber das. Er hat jetzt Matchbälle. Ja. Sinnbildlich. Ein wenig sinnbildlich, dass da noch so ein Ball hinzukommt nach so vielen Superbällen von Hugo Calderano. Ein erneutes 3-0. Für Liebherr Ochsenhausen. Und die sind auf einem richtig guten Weg, hier das Hinspiel für sich zu entscheiden.